Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Pandemie und Gesellschaft. Heute geht es um die Themen Gesundheitsdaten und Corona-Apps. Dazu ist heute Miriam Schröder da. Liebe Miriam, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Mein Name ist Seran Meyer. Ich bin Referentin für digitale Ordnungspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung. Bevor wir loslegen, möchte ich kurz meinen Gast vorstellen. Miriam, du leitest seit letztem Sommer die Redaktion von Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI. Ihr liefert jeden Morgen ausführliche Analysen zu den Bereichen Digitalpolitik, KI und Regulierung. Und du hast auch vorher schon zum Thema Digitalisierung viele Jahre beim Handelsblatt gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also jetzt ist ja in den letzten Wochen digitalpolitisch sehr, sehr viel passiert. Auch die datenpolitische Diskussion ist sehr stark von der Corona-Pandemie geprägt. Einerseits gab es da Jens Spahns Vorstoß zu den Mobilfunkdaten, diverse Corona-Warn-Apps, Datenspende-App vom RKI und auch KI wird in der Medizin und im Kampf gegen die Pandemie immer wichtiger. Was wird denn gerade in deiner Fachcommunity in Bezug auf das Thema Corona und Gesellschaft diskutiert und was ist jetzt für politisch interessierte Menschen ganz wichtig zu wissen? Ja, das größte Thema oder das kontroverse Thema ist gerade sicherlich die App, wobei es eben auch, wie du gerade schon ansprachst, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie man KI im Kampf gegen Pandemien einsetzen kann. Es wird alles diskutiert, aber vor allem wird gerade eben über diese App diskutiert, diese Tracing-App, nicht Tracking-App, sagt man explizit, die dazu dienen soll, Kontakte digital nachzuverfolgen, sodass die Gesundheitsämter das nicht wie bisher auf Papier mit dem Kugelschreiber festhalten müssen, wen hat ein Infizierter in den letzten 2 Wochen getroffen, dass das automatisch und digital erfolgen kann. Jetzt hat ja die Europäische Kommission Mitte April gesagt, dass Tracing-Apps und Big Data ganz wichtig werden, um auch aus dem Lockdown rauszukommen. Auch die Bundesregierung hat sich für die Verwendung einer Tracing-App ausgesprochen. Wie schätzt du denn überhaupt die Potenziale dieser digitalen Lösung ein? Welche App wird da wichtig werden und welche Daten werden da gebraucht? Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an, denn die erste ist schwer zu beantworten, ehrlich gesagt, wie groß das Potenzial ist. Die Hoffnungen sind groß, aber man hat das noch nie gemacht, vor allem nicht in Europa und da muss man jetzt erstmal abwarten. Also es zeichnet sich ab, dass auf jeden Fall auf der technologischen Basis der Bluetooth-Standard genutzt werden wird. Das heißt, 2 Handys kommunizieren über Bluetooth miteinander, teilen anonyme Codes, die permanent wechseln. Diese Codes werden lokal gespeichert für 21 Tage. Und wenn sich jemand später testen lässt und tatsächlich infiziert ist und das vom Gesundheitsamt bestätigt wird, dann wird es eine Warnmeldung geben für alle diejenigen, die ihm zu lange zu nah gekommen sind. Und bei dieser Frage, da fängt schon die Diskussion an. Wir wissen noch viel zu wenig über dieses Virus, auch auf virologischer und epidemiologischer Seite. Man weiß gar nicht im Grunde, wenn ich nebeneinander herlaufe und nicht spreche, wie hoch ist dann die Ansteckungsgefahr? Wenn ich jemanden anniese, ist es was anderes, als wenn ich weggucke? Wenn ich mein Handy in der Handtasche trage, ist es sicherlich was anderes, als wenn ich es am Ohr halte? Also all diese Faktoren sind noch etwas unklar, darum ist es noch unklar, wie präzise diese Bluetooth-Messung dann wirklich darüber entscheiden kann, wie hoch ist das Risiko, dass ich mich infiziert habe, nur weil mein Handy ein anderes Handy getroffen hat. Das wird sich alles, da arbeiten die Fachleute jetzt mit ganz, ganz großer Anstrengung dran und ob das funktioniert, wird sich aber erst zeigen, wenn die App wirklich genutzt wird. Da bleibt es dann noch abzuwarten. Ich glaube, Mai wurde jetzt erstmal gesagt. Wie schätzt du denn auch die langfristigen Folgen von diesen Ad-hoc-Maßnahmen ein? Stichwort Freiwilligkeit, Datenschutz, Datensouveränität, aber auch Folgen für die Digitalisierung und Innovationen im Gesundheitsbereich? Ich würde sagen, ganz grundsätzlich denke ich, dass wir hier gerade eine große Chance haben, dass das ziemlich viel vorangeht. Also wir diskutieren ja im Gesundheitsbereich zum Beispiel lange schon über diesen Begriff Datenspende. Forscher fordern viel mehr Zugang zu Daten, um damit schlicht
ja, Erkenntnisse gewinnen zu können und Krankheiten besser heilen zu können. Auch bei dieser Pandemie ist das sicherlich, wäre das von Vorteil, wenn mehr Daten vorliegen würden und die besser durchleuchtet werden könnten. Die große Frage ist aber natürlich immer, wie kommt man an diese Daten? Wird der europäische Datenschutz dabei berücksichtigt? Und letztendlich auch, vertrauen die Menschen einer solchen Lösung und vertrauen sie ihr zurecht? Denn wenn man hier Vertrauen verspielt, dann ist natürlich das Risiko da, dass für lange Zeit eher ein Misstrauen vorherrscht und diese Potenziale dann wieder gar nicht genutzt werden, weil Leute einfach Angst haben. Dann sind wir gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen in Einklang bringen lässt. Liebe Miriam, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für diese sehr gute Übersicht in der sehr kurzen Zeit. Ansonsten geht die Reihe weiter, von daher bleibt dran. Vielen Dank für die Einladung.